So, Hallöchen, ihr Lieben. Nachdem wir im letzten Video klitzekleine technische Schwierigkeiten hatten und man leider die Nancy nicht gehört hat, weil ich hier aus Versehen im Aufnahmeprogramm die Lautstärke von der Bildschirmaufnahme auf ausgemacht habe. Deswegen hat man das, was auf dem Bildschirm läuft, den Ton nicht wahrgenommen und der wurde nur leise vom Mikrofon hiermit aufgenommen. Das tut mir sehr leid, das haben wir natürlich dieses Mal wieder korrigiert und wir schauen uns jetzt persönliche Stimmen vom Systemausstiegsseminar Februar 22 an vom Königreich Deutschland. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute hier also zu sagen haben, wie sie das Seminar empfunden haben. Und ich habe mir gerade schon die ersten 10 Sekunden angeschaut, vielleicht waren es auch 12. Und ich musste grinsen, ich musste wirklich sofort grinsen, weil ich dachte, okay, also ich sehe wirklich einfach nur Menschen, die eine absolut positive Ausstrahlung haben und einfach ein Lächeln im Gesicht. Also du siehst es einfach, dass die relativ zufrieden und glücklich sind. Ja, wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier wirklich alles stimmt mit dem Ton. Ja, Mikrofon. Ah, oh, zum Glück habe ich noch mal geguckt. Ich mache mich kleiner. Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. So, dann können wir starten. Ton ist, glaube ich, auch gut. Energie, Explosion, Freude, Glück, Gemeinschaft, Verbund. Sie war das, wo ich eben gesagt habe, sie hat einfach so ein, guck mal, wie die gucken, wie glücklich, guck mal. Energie, Explosion, Freude, Glück, Gemeinschaft. Dieses Lächeln, ne? Da muss ich auch gleich meine Beißerchen zeigen. Das ist so ein freudvolles Lächeln, da muss ich einfach mitgrinsen. Ne, guckt mal, wie sie hier, wie sie lächeln muss. Ne? Verbundenheit und Herzenswärme. Fülle, Fremdes. Übrigens hier, das hatte ich auch schon gesehen, kann mir jemand sagen, was er als zweites sagt? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich angestrengt. Ich verstehe nicht, was er sagt. Fremdes und müde. Ich verstehe Demnes oder so. Kopfexplosion. Und positive Energie. Wow, überwältigend, Bestätigung. Freiheit, Wahrheit, unglaubliche Energie zum Tun. Ich bin Julia. Ich bin im Gesundheitsbereich tätig, im Moment noch im Network Marketing und werde dann auch was Neues gründen. Mein Name ist Steven und ich bin im Handwerk tätig, also breites Feld. Ich bin Christiane und ich habe mein Unternehmen genannt Rainer Wein im Ringer Zechenhaus, weil ich Wein vom Rhein zu kleinen Speisen anbiete und Seminare und Beratung für Menschen, die klar sehen. Mein Vorname ist Roland und ich bin in den Bereichen tätig, Pädagogik und Kunst im weiteren Sinne. Ich bin Christa und komme aus dem Bereich Handel. Ich bin Hochzeitsfotograf. Ich bin der Timo und ich bin im Steine- und Fossilienhandel so ein bisschen tätig. Mein Name ist Mike und ich arbeite im Bereich der Behindertenhilfe. Ich bin die Maike und ich habe eine eigene Naturheilpraxis und Coachingpraxis und ich bin aber auch im Online-Training. Wow, was da für vielseitige Menschen sind, ne? Das ist ja alles dabei. Behindertenbetreuung, Pädagogik, Wein, also gute Lebensmittelverkauf, das ist ja alles dabei. Ne? Da sind ja wirklich aber ganz gemischte Leute, aber alles aus einem sehr schönen, positiven Bereich, ne? Also, als ich es kennengelernt habe, habe ich erst mal gedacht, ja, hört sich irgendwie komisch an. Ich gehe erst mal nach Hause und dann ist es irgendwie in Vergessenheit geraten. Dann kam durch immer wieder Gespräche darüber oder immer so kleine Antriggerer. Irgendwann der Moment, so nach 2, 3 Wochen, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich einen Tag frei, jetzt informiere ich mich. Und dann habe ich angefangen, die Videos zu schauen, die Unternehmervideos, und habe dann einfach den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht. Eigentlich keine. Also es war sehr positiv. Ich habe mich viel informiert im Internet und viel angeschaut, gelesen. Zeit, dass sowas, sage ich mal, hier entsteht und dass mal endlich jemand hier was vorwärts bringt. Ich hatte keine Vorurteile oder Hindernisse, habe gesehen, dass das
die richtige Basis für das, was ich machen möchte. Und auch schon tue eigentlich, ja, aber in dem System, in dem BRD-System scheitere im Grund. Aus der Öffentlichkeit, wo dann schnell irgendwelche Begriffe kommen, die dazugeordnet werden, die brauche ich jetzt gar nicht nennen, die kennen wir alle. Ich jetzt hierher gekommen bin, um einfach mit meinem Körper auch zu spüren, was ist denn hier wirklich los? Ich will das real erleben, was hier los ist und mich nicht leiten lassen von irgendwelchen Meinungen, die ja nicht mal die eigenen sind, von den Leuten, die es sagen. Große Vorbehalte hatte ich nicht, hat mich interessiert. Habe letztendlich dann 3 Wochen damit verbracht, das ganze Thema tiefer zu ergründen und festzustellen, ob das für mich was ist oder nicht. Es wird alles spannender. Ja, also zuerst habe ich mich natürlich schon gefragt, funktioniert das alles wirklich so und ist das wirklich sicher? Kann ich das machen? Und vor allen Dingen, wie reagiert auch mein Umfeld darauf? Ob die mich dann nicht für total verrückt halten oder ja, eben halt jetzt irgendwie unter die Reichsbürger gegangen und so weiter. Und im Endeffekt habe ich mir aber gesagt, das ist mir total egal, was die anderen darüber denken. Man kann ja mit mir in Dialog kommen und man kann mich fragen, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann kann ich das ja ganz normal erklären. Meine Leistung ist die gleiche geblieben. Und ja, es hat letztendlich gut funktioniert. Und da ich halt gesehen habe, auch dass andere das schon machen seit einiger Zeit und bei denen hat es funktioniert, hat das eben halt auch meine Zweifel dann ausgeräumt. Also Vorurteile hatte ich gar keine. Ich habe immer schon die Möglichkeit in Betracht gezogen. Nur hat sich jetzt einfach die Möglichkeit und Dringlichkeit deutlich gezeigt und dementsprechend bin ich hier. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe vor Jahren schon mal vom KAD gehört, aber dann war das für mich auch schnell wieder in der Schublade verschwunden. Aber aufgrund der immer enger werdenden Schlingen in der BRD habe ich mich dem KAD zugewandt und nachdem man die Leute hier reden hört und die Energie spürt, sind da keine Vorbehalte mehr da. Ey, ich muss kurz einwerfen, 2 wichtige Dinge. Erstens hat er gesagt, einige haben schon gesagt, ich habe schon mal davon gehört, dann vergisst man es wieder und dann hört man wieder davon und irgendwann beschäftigt man sich damit. Ich war ja letztens zum ersten Mal jetzt auf dieser, das war eigentlich schon die Corona-Abschlusskundgebung da, dieser Widerstandskundgebung. Und da habe ich ja auch mit ein paar Leuten gequatscht und habe gesagt, also ich bin super happy, ich habe die Lösung für mich schon gefunden und es ist jetzt aber ein bisschen schwer zu erklären. Also das kann man schwer in 2 Minuten so erklären, ne? Ohne dass man halt direkt dann, was willst du sagen, ne? Ja, es gibt einen Staat, der hat sich gegründet und ich bin da jetzt Staatsmitglied geworden. Und ne, da ist man, läuft man natürlich immer Gefahr, dass dann die erstmal abschalten und sagen, ach so, okay, ja, neuer Start, alles klar. Aber tatsächlich habe ich dann irgendwann gesagt, ja, da ist jemand, der hat ganz viel probiert und hat dann wirklich einen eigenen Staat gegründet und habe dann auch gesagt, Königreich Deutschland, ach so, ja, das habe ich schon mal gehört, Königreich Deutschland habe ich schon mal gehört. Und dann haben wir da echt 10 Minuten drüber gequatscht und ich habe das alles erzählt, dass das auch ein total logischer Werdegang war, ja, dass der Peter am Anfang normale alternative Projekte gemacht hat, Regionalgeld, alles Mögliche. Und dann irgendwann dahin gekommen ist, diesen Staat zu gründen. Also auf jeden Fall sehr interessant, dass immer mehr Leute wirklich davon einfach schon gehört haben. Ja, ist ja auch kein Wunder. Überlegt mal, zum Beispiel Peter sagt es ja auch immer, wenn da so Veranstaltungen sind und da sind wirklich 100, 200, 300 Polizisten, die da, naja, entweder manchmal das Gelände stürmen, also früher vor 6, 7 Jahren war das der Fall, oder auch jetzt nochmal bei Veranstaltungen vorbeikommen und da die Straßen abriegeln. Ja, da sind ja viele Polizisten dann da. Und alleine die lernen das ja alle kennen, fahren dann nach Hause und erzählen das sicherlich allen Kollegen auf der Polizeistelle und ihren Familien, Freunden und Bekannten, ja, dass die beim Königreich Deutschland da so einen Einsatz gefahren sind. Und überlegt mal, was das dann für eine Kette ist, wie viele Menschen davon erfahren, ja, abgesehen davon, dass das ja auch schon sehr breit in den Medien gekommen ist, ja, es gibt ja schon, ich glaube, wirklich hunderte Zeitungsartikel in allen möglichen Zeitungen, ja, in der Bild-Zeitung, in der, ich weiß nicht, wie die alle heißen, und im Fernsehen, Mitteldeutscher Rundfunk, MDR und überall mögliche gab es auch schon, TV-Berichte, ne? Also viele Menschen haben da wirklich schon mal von gehört, auch gerade natürlich alternative Menschen, die sich ein bisschen für die Wahrheit und für Alternativen interessieren. Was war das andere, was ich sagen wollte? Weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es das war, aber lustig finde ich natürlich auch, wenn hier die Leute auch sagen, ja, sie wollten einfach mal erleben, wie das da ist, und weil man hört eben in den Medien oft, dass das, wirklich Rechte sind, Nazis, was war Esoterik, Nazis oder
da gibt es wirklich alle möglichen Begriffe. Und ja, wenn man da hingeht, dann sieht man eben, dass es nicht so ist. Ne? Und das finde ich eben auch wirklich das Tolle dahinter. Also wie gesagt, da steckt ja auch was, das geht ja wirklich um die eine Wahrheit und um die Wahrheit, die sich halt durch Schöpfungsgesetze ausdrückt. Und das Königreich Deutschland ist ja Schöpfungsgesetz in rechtliche Form gegossen und deshalb ist auch alles logisch. Das finde ich eben das Tolle und deswegen mache ich das hier auch und deswegen werde ich in 50 Jahren immer noch hier sitzen oder hoffentlich nicht mehr hier sitzen, aber ich werde immer noch dasselbe erzählen in 50 Jahren, weil die Wahrheit ist einzig. Ja, die Lüge existiert in unendlicher Vielfalt, aber die Wahrheit ist einfach die Wahrheit und die Wahrheit ist logisch. Ja, und deswegen wird die Wahrheit auch immer dieselbe bleiben und es wird alles, und im Königreich Deutschland ist genauso, es ist alles logisch. Ja, du kannst da fragen, was du willst. Du kannst fragen, was du willst, du wirst immer eine ehrliche und am Ende auch logische Antwort bekommen. Ja, und der Weg ins Licht, der Weg zur Wahrheit ins Licht ist ja der schmale Weg. Ja, der breite Weg ist der Weg der Verdammnis, der schmale Weg ins Licht und zur Wahrheit ist der schmale Weg und ist der richtige Weg. Ja, deswegen richtig und recht. Ja, Peter sagt ja auch immer, Definition von Recht ist ja, dass es eben um Gerechtigkeit geht, ja, und den Menschen am Recht und am Richtigen aufzurichten, ja, dazu ist Recht da. Und das ist zwar manchmal der harte Weg, ja, es ist der nicht so leichte Weg. Es ist der Weg der Eigenverantwortung, aber es ist der richtige Weg. Es ist der Weg, der in die Freiheit führt. Denn du kannst auch den einfachen Weg gehen. Aber dadurch wirst du immer total unfrei bleiben. Du wirst niemals frei werden, wenn du nicht die Eigenverantwortung übernimmst und diesen schmalen Weg der Erkenntnis gehst. Und deswegen lohnt es sich am Ende immer. Ja? Und egal wie viele Runden du gehst, egal wie oft du den breiten Weg gehst, sage ich mal, wenn man sich den schmalen Weg als lange Brücke vorstellt, ja, als schmale Brücke ohne Geländer, ja, also du gehst da tausendmal lang und du fällst immer wieder runter. Ja, du fällst immer wieder von diesem schmalen Weg und musst wieder vorne anfangen. Aber egal wie oft du das machst, im Endeffekt willst du es trotzdem irgendwann schaffen. Ja, und jeder Mensch, jede Seele wird es auch irgendwann schaffen. Vorbehalte gar nicht, aber natürlich ein großer Informationsbedarf. Ja, ob es sich deckt mit den Vorstellungen, die ich habe, nach den Informationen, die ich mir gesucht habe, ob es dann damit passt, was ich hier erlebe. Ich war dann im Dezember zum Tag der offenen Tür hier. Das hat mir mega gut gefallen. Ich fand einfach die Energie total toll und die Menschen total toll und habe gedacht, ja genau, hier bin ich richtig und endlich normale Leute. Ne? Und deswegen bin ich jetzt hier. Die Erkenntnis, dass das BRD-System wirklich am Ende ist und so wie es ist, ich es nicht mehr unterstützen möchte. Und dass das der einzige Weg ist, rauszukommen und trotzdem noch selbstständig zu sein. Der entscheidende Impuls war, im Zusammenhang mit meinem Wohnortwechsel ins Wendland, wo ich dann nochmal mit einer anderen Qualität auf dieses Vorhandensein, dieses KRD aufmerksam wurde, indem mich eine Freundin ansprach, du, ich will dorthin, ich will mir das mal anhören, kommst du mit? Es hat sich jetzt letztlich umgedreht, ich bin hier und sie konnte nicht. Und morgen habe ich die Einladung im Wendland, oben im Baumhitzacker, zu berichten, was ich hier erlebt habe. Erstmal fürs Gemeinwohl ja auch, dann die Ausbeute im alten System, wie kommt man sich ja vor wie eine Batterie sozusagen. Und ja, ich will das Schritt für Schritt verlassen. Also mir liegt sehr viel an Freiheit und ja, bis man da mal erst so hinterkommt oder hintergeschaut hat und dann erst das große Ganze mal sieht, das ist ja schon erschreckend. Ja, es war einfach dann mal klar, wo ich auch die Fragen-Antworten-Runde mir angeschaut habe vom Peter. Kam das Gefühl sehr, sehr gut rüber und dementsprechend habe ich dann beschlossen, mich dann anzumelden, weil auch jemand anderes mir davon berichtet hat, eben, dass er das Unternehmen gemacht hat, den Betrieb im KRD,
und bei dem funktioniert es sehr gut. Und ja, ich suche natürlich Alternativen und hier wird eine sehr gute geboten. Der Wille, eine Unternehmung zu gründen, einen Betrieb zu gründen? Ja, ich kann Peter immer wieder zuhören, rauf und runter. Das gleiche Seminar auch mir 5-mal anhören, glaube ich. Und dass es mir langweilig wird, weil er jedes Mal wieder ein bisschen was anderes erzählt. Und ich mag auch einfach die Gemeinschaft, die sich hier zusammengefunden hat oder auch Teilnehmer und dieses ganze offene Miteinander, was man zurzeit ja ansonsten sehr suchen muss momentan. Das gefällt mir hier halt sehr gut. Alles sehr liebe Menschen. Und als ich dann hier war, habe ich mir die Frage gestellt, will ich jetzt wirklich ein Unternehmen gründen, zurück in die Bundesrepublik, dort leben, dort wohnen und Geld verdienen für mich, für mein persönliches Wohl, um mir schöne Dinge zu kaufen oder um in Urlaub zu fliegen oder Sachen zu tun mit dem Geld. Oder will ich, eigentlich will ich das doch gar nicht mehr, weil wir sind in der Endzeit. Ich möchte eigentlich hier mitmachen und was vorwärts bringen. Und nicht mehr für mich alleine, weil da würde ich mich gar nicht gut dabei fühlen und es würde für mich keinen Sinn mehr machen. Information und das Gefühl, da musst du hin, da kriegst du mehr Wissen und da bist du, glaube ich, richtig, ja. Zum einen erstmal, dass es alles viel einfacher ist, dass es viel unbürokratischer ist und zum anderen eben auch einfach, weil ich eine neue Welt aufbauen möchte, weil ich einfach, ja, die Werte, die ich lebe, die stimmen mit dem KRD überein und ich finde, das muss raus in die Welt und das passt einfach alles zusammen. Aus dem System raus zu wollen. Also es geht gar nicht so darum, Steuern zu sparen, sondern das Geld, was ich erwirtschafte, ins Gemeinwohl einbringen zu können und nicht zur Bereicherung von irgendwelchen einzelnen Menschen oder Familien oder so, ja. Also erstmal kann ich diese Frage nur beantworten aus einer Vorstellung, weil ich es noch nicht kenne. Und aus der Vorstellung heraus, was ich bis jetzt erfahren habe, nicht erlebt habe, erhoffe ich mir einen größeren Freiraum, in dem Lebenskraft frei wird, diese Lebenskraft für meine eigene Entwicklung und für die Entwicklung der anderen liebevoll einzusetzen. Weil man hier mehr in Freiheit leben kann, viel in Freiheit agieren kann. Oh, die Liste wäre lang. Letztendlich geht es mir halt darum, dass man wirklich wieder so auf einer menschlichen Ebene, ohne Angst und ohne Knebelverträge und so weiter, auf einer Herzensebene verbunden ist. Deswegen biete ich ja auch ein Herzens-Business-Coaching an, weil mir das wichtig ist, dass man bei sich wieder ankommt und auch erstmal wieder Zugang dazu findet, wer man eigentlich ist. Und wenn man mit dieser Rechtsordnung dann auch noch ein Unternehmen oder einen Betrieb gründet, dann braucht man auch gar nicht mehr so viel zu verdienen, wie man das im BRD-System müsste, aufgrund der ganzen Abgaben, die man da zu tätigen hat. Und das entspannt ungemein und dann können die Leute auch tatsächlich anfangen, ja, eigentlich so ihre Herzensthemen beruflich anzugehen und davon auch leben zu können. Das finde ich super, super toll. Die Verhältnisse darin sind kompliziert, absichtlich kompliziert gemacht. Sind auch nicht gut, sind nicht würdig vom Prinzip her, was da alles geschieht. Macht auch keine Freude, da mitzuwirken. Und so im KRD sieht es anders aus. Da macht es Freude, da ist es sinnig und die Gestaltung ist einfach, ja, zum Wohle aller. Und das sollten wir auch alle tunlichst fördern in Zukunft, sonst haben wir nämlich keine Zukunft. Ich habe den Eindruck, dass die Basis der Schaffung von Gemeinwohl fürs Kollektiv einfach sinnvoller ist als die, ja, zerstörerischen Strukturen in der BRD. Weil ich mich hier entfalten kann, weil ich hier auch gefordert bin als Mensch, die Dinge zu tun, die mir wirklich am Herzen liegen. Das wird unterdrückt in dem System, in dem ich jetzt noch bin, in dem ich mich einfach nicht wirklich traue und so an meine Fähigkeiten zu glauben. Die werden hier hervorgeholt. Ich habe während des Seminars jetzt hier eine 1,5 Seiten To-Do-Liste schon mir geschrieben. Ich werde erstmal viele Dinge auflösen, die weggehören. Mich nochmal fortbilden zu dem Thema, womit ich dann neu gründen will. Natürlich ganz viele Freunde und Verwandte informieren, dass die alle zum nächsten Seminar hier sind. Die neue Info, dass der KRD-Betrieb ja vom BRD-Betrieb deutlich getrennt werden muss. Und das ist ein Punkt, den muss ich mir gut durchdenken, wie ich das hinkriegen kann. Das Unternehmen genauer planen, weil dann doch einige Fragen aufgetaucht sind, die noch zu klären sind. Und mich auf
das weitere Seminar hier für die Unternehmensgründung vorzubereiten. Das sehe ich dann, wenn ich zu Hause bin. Erstmal meine Familie begrüßen und mich natürlich an die Sachen ranmachen. Ganz klare Entscheidung, Verfassung lesen, verinnerlichen und dann die Prüfung ablegen zur Staatsangehörigkeit. Meine Familie in den Arm nehmen und viel Wasser trinken. Mir einen Plan machen, wie ich aus dem BRD-Konstrukt aussteige, sauber. Und den habe ich eigentlich schon, aber dann den Zeitplan mir aufstellen. Bis wann ich das regeln kann, was realistisch ist, um dann ins KRD zu wechseln. Zum einen erstmal seine Energie. Ich habe einfach ein gutes Gefühl. Diese ganzen Dinge, die Bücher, die ich gelesen habe von ihm und die Interviews, die ich mir anhöre, das fühlt sich einfach echt an, es fühlt sich ehrlich an. Und das ist halt was wirklich Besonderes in der heutigen Zeit. Ich sag mal so, ich kenne Peter noch nicht so genau so gut. Das muss nicht Peter sein. Das kann auch ein anderer sein. Ich habe aber den Eindruck, dass er mit seiner Lebenserfahrung und mit seinen Interaktionen mit dem alten BRD-System und dem, was er hier ins Leben gerufen hat, einen gewissen Vertrauensvorschuss verdient. Für mich scheint es der einzige Mensch im Moment zu sein, der hier was bewegt und bewegen kann. Der was verändern kann. Da ich grundsätzlich bestrebt bin, an der Gesellschaft mitzuarbeiten, ist das für mich der logische Weg. Ja, dafür bestimmt sein, denke ich mal. Kann ja nicht jeder, ne? Also da muss schon ein hohes Lichtwesen, denke ich mal, sein. Also Peter ist ein spezieller Typ. Manche mögen ihn noch nicht so, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Er ist speziell und ich glaube, er muss auch speziell sein, damit er überhaupt diese ganzen Dinge umsetzen und vorleben kann. Denn das ist ja auch sehr anstrengend und schwierig und ich kenne niemanden, der diese ganzen Wege bisher so gegangen ist und der den Mut hatte, das umzusetzen und durchzuziehen. Es gibt viele gute Ansätze von anderen auch, anderen Organisationen, aber es ist immer nur ein Teil des Ganzen, was ich da sehe. Und Peter bietet halt tatsächlich Strukturen an, die wir sonst nirgendwo finden können und das finde ich immer gut. Aber er ist ja auch nicht der Einzige. Ne? Man sagt immer so Peter, aber eigentlich steht da ja wirklich eine Gemeinschaft dahinter, die das Ganze auch trägt. Er glaubt sehr, sehr stark an sich. Er hat einfach eine sehr gute Struktur geschaffen. Er ist Wege gegangen, die wehtun, die sehr aktiv sind, die zeigen, dass so viel möglich ist und das ist ja noch sehr viel. Peter macht für mich aus, dass er klar ist und dass er jedem ein Angebot macht. Er hat gewisse Führerkompetenzen in dem Sinne, dass er vorlebt und damit Leute motiviert, eigene Wege zu gehen. Ich wollte jetzt das einfach mal durchlaufen lassen und nicht immer unterbrechen, nicht immer dazwischen reden, obwohl mir natürlich die ganze Zeit sehr viele Gedanken durch den Kopf gerattert sind, wie eigentlich die meiste Zeit auch. Es ist einfach Wahnsinn. Ah ne, ich lasse das mal aus, den Ton. Es ist einfach, vorhin als hier gesagt wurde, man muss dann als Selbstständiger nicht mehr so viel verdienen. Ja, das ist wirklich so. Wenn du dir überlegst, wie absolut krank das alte System ist, ja, da muss man nur zwei Zahlen betrachten. Ich habe jetzt leider nicht die genauen Zahlen, weil das kann ja keiner genau ausrechnen. Aber stell dir mal vor, wie wenig die Menschen noch arbeiten müssten, wenn alles perfekt wäre. Ja, weil wir haben ja eine riesige Wasserkopfverwaltung, nennt man das, glaube ich, ne? Unsinnige Verwaltung. Und das ist alles so geplant, um wirklich Arbeit zu erschaffen aus dem Nichts. Peter hat dazu immer gesagt, die Menschen stapeln in seinen Augen Scheiße. Ne? Und du kannst den ganzen Tag Scheiße stapeln, auch wenn du das monatelang machst, jeden Tag stapelst du 10 Stunden lang Scheiße. Aber im Endeffekt machst du nichts anderes außer Scheiße stapeln. Du kannst auch den Scheißerhaufen dann anmalen und alles Mögliche machen, aber es bleibt einfach ein Haufen Scheiße. Ne? Und ganz viel in der BRD ist wirklich Mist. Ja? Überlegt mal, wie viele Produkte erschaffen werden mit geplanten Sollbruchstellen, damit die Geräte kaputt gehen. Wie viel billig Mist produziert wird, der schnell kaputt geht.
wie viel Verwaltung es also gibt, die man gar nicht bräuchte. Wie viel Leute beschäftigt sind mit Arbeit, weil wir ein Zinssystem haben. Wartet, passt auf. Unser Zinssystem zwingt uns, zwingt die Menschen nämlich dazu, ich mach mal lieber den das Video an, weil sonst guckt man vielleicht die ganze Zeit auf diese Menschen da. Unser System zwingt uns, dadurch, dass so viele Zinsen immer weggehen an die Reichen und die Arbeitskraft umverteilt wird von fleißig nach reich. Ja, nicht von arm nach reich. Die Armen haben nichts. Von fleißig nach reich. Und die meisten Menschen sind fleißig. Ja. Und da, durch diese Umverteilung, durch das ungerechte System. Jetzt habe ich den Satz verloren. Also den Sinn. Verdammt. Also die Menschen machen extrem unsinnige Arbeit. Genau, durch das ungerechte System, jetzt habe ich den Faden wieder, ich habe den Faden wirklich wieder. Die Menschen sind dazu gezwungen, durch das ungerechte System kriminell zu sein. In welcher Form auch immer. Ja, man ist dazu gezwungen, selbst wenn man eben nur Steuern sparen will oder sich Steuern erschleichen will, dass man die nicht zahlt. Selbst das ist ja kriminell sozusagen. Ja, und die Menschen sind also im System gezwungen, kriminell zu sein, weil eben so wenig Geld vorhanden ist. Und wenn man das ändern würde, dass also die ganze unsinnige Arbeit verschwindet. Ach so, genau, aber ich habe den Gedanken jetzt, ja, also das war jetzt doof. Jedenfalls, die Menschen sind also kriminell. Und was würde dann verschwinden, wenn wir ein gerechtes System hätten und die Menschen nicht mehr alle kriminell wären? Dann würden die ganzen, theoretisch, würden dann die ganzen Gefängniswärter, Justizbeamte, Gerichte, ganz viele Anwälte und selbst ganz viele Polizisten wären dann eigentlich arbeitslos, wenn wir ein gerechtes System hätten, wenn der Mensch nicht gezwungen wäre, kriminell zu sein. Jetzt habe ich den Gedanken, leider war der eben, ja, weil wahrscheinlich, weil ich an verschiedene Dinge gleichzeitig denke, ne, aber wenn man sich mal überlegt, was das für Folgeketten sind, wenn die ganze unsinnige Arbeit verschwinden würde, ja, und dann ist ja noch das Krasse, wenn man dann also fleißig ist und arbeiten geht, dann hat man eben immer noch, egal mit welcher Arbeit du jetzt also das Geld verdienst, mit unsinniger oder mit sinniger Arbeit, im Endeffekt fließt davon trotzdem noch extrem viel Geld ab. Schon wieder. An die Reichen, an Zinsen und so weiter. Oder an Steuern. Ja, und das, du musst dann noch dafür bezahlen, dass deine unfähige Regierung 100 Milliarden für Krieg ausgibt. Das musst du dann noch bezahlen. Geisteskrank. Geisteskrank. Und wenn, also wenn das der Mensch verstehen würde, wir hätten eine Revolution noch lange vor morgen früh. Ja, wir hätten eine Revolution in 12 Sekunden. Wenn man sich das ausrechnen würde, dann müsste der Mensch nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten, sondern theoretisch, ich sag mal 24 Minuten und 12 Sekunden. Und dann hätten wir den gleichen Lebensstandard. Aber wir hätten Zeit. Wir hätten Zeit für uns. Ja, wir könnten das machen, was uns Spaß macht. Wir könnten 24 Minuten am Tag machen, was es braucht, um die Gesellschaft am Laufen zu halten, ja, den Konsum sicherzustellen und so weiter. Und den Rest der Zeit könnten wir unserer Berufung nachgehen. Nicht unserem Job, nicht unserem Job, nicht Arbeit, sondern unserer Berufung. Wozu fühlen wir uns berufen? Wollen wir singen, malen, schreiben? Völlig egal. Tanzen, segeln, fliegen, Kontakt zur feinstofflichen Welt aufnehmen, es ist völlig egal. Ja? Aber wir hätten einfach nur Zeit ohne Ende.
wenn das System in Ordnung wäre. So, das war vorhin ein großer Gedanke, den ich so hatte zum Wirtschaftlichen. Und den Rest weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Auf jeden Fall ist das für mich einfach die Lösung. Und ja, ich glaube, man hat die Menschen, man hat denen angesehen, wie glücklich man ist, wie motiviert man ist, wenn man da war. Und so kenne ich das auch. Ja, das ist das, was ich meinte, was mir auf jeden Fall bei dieser Kundgebung Corona-Auflagen, Widerstand, was mir da total gefehlt hat. Also die Ausstrahlung, die Aufbruchstimmung. Boah, die habe ich da richtig vermisst. Ja, und das brauchen wir aber jetzt. Wir brauchen diese Aufbruchstimmung. Ja. Und jetzt noch was Persönliches, ist ja mein Kanal, deswegen kann ich auch was Persönliches erzählen. Ich bin heute seit langem, ich bin heute nicht arbeiten. Ja, und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich auch so einige Dinge gerade noch so am Aufarbeiten bin, die noch bei mir sehr tief drin stecken. Ja, und normalerweise, wenn ich nicht arbeiten bin und nichts zu tun habe, dann schlafe ich auch gern mal ein bisschen länger, weil ich gar keinen Sinn darin sehe, früh aufzustehen, weil ich nicht sehr glücklich bin, ehrlich gesagt, dann in diesen Momenten. Ja, weil ich mich dann frage, ja, wozu soll es jetzt aufstehen? Ne? Und obwohl ich heute erst 4 Uhr nachts schlafen gegangen bin und um 7 aufgewacht bin, bin ich dann trotzdem irgendwann aufgestanden und war gut gelaunt. Und ich muss sagen, das war heute ein richtig krasser Moment, weil das habe ich, also ich muss sagen, das habe ich eigentlich so fast noch nie gehabt. Ja, weil immer wenn ich nicht, also wenn ich nichts vorhabe, nicht arbeiten bin und so weiter, dann ist man ja nur mit sich selber. Ne? Du kannst dich nicht ablenken, du hast nichts vor, du bist nur mit dir selber. Ne? Und da ist es ja bei mir leider so, dass ich dann immer eine ziemliche Wertlosigkeit empfinde. Ja, was sehr traurig ist. Und ich merke auch, dass sich das jetzt verändert und da freue ich mich sehr drüber, ja. Und das hängt für mich auch alles jetzt mit dieser Zeit zusammen. Ich merke das richtig, ja. Ich merke jetzt, wie meine Zeit kommt und auch von anderen Menschen, von alternativen Menschen. Ja, und am Ende wird es ja sogar so sein, die Letzten werden die Ersten sein. Ja, aber nicht, weil die Letzten irgendwie die Dummen sind oder so. Nein, die Letzten, also die jetzt in der Gesellschaft die Freaks sind, die Alternativen, die Komischen, die, ne, ihr wisst, was ich meine, die Letzten, die werden die Ersten sein. Und ich merke, dass jetzt dieser Wandel kommt. Ja, die jetzt noch hohes Ansehen haben, Politiker, Manager und so weiter, ich sag's euch, die werden bald, naja, nicht auf die Fresse fliegen, aber wir werden einen Wertewandel hier erleben. Ja, die jetzt die hoch angesehenen sind, die Geschäftsleute, ja, die machen die Erde kaputt mit ihrem Handeln. Ja, die Skrupellosen, die Gewissenlosen, die Psychopathen, ja, die in der Schule gezüchtet werden, die Welt kaputt machen mit ihrem Handeln, ja, mit ihrem Gewinn, Maximierungswahn, ja. Guck mal, da ist ein kleines Herz, seht ihr das? Ich glaube, das war ein Herz im Sand. Da. Und ich merke, dass dieser Wandel gerade passiert. Und wie gesagt, der eine oder andere kann es vielleicht nicht nachvollziehen, vielleicht könnt ihr es auch nachvollziehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für mich heute ein richtig schöner Moment, dass ich früh aufgestanden bin und wirklich motiviert war. Und ich merke, dass das in Zukunft, das habe ich einfach im Gefühl, dass in Zukunft viel öfter der Fall sein wird, dass ich früh aufstehe und motiviert bin und glücklich bin. Ja. Da habe ich hier draußen, ich habe erstmal ein Räucherstäbchen auf dem Balkon angemacht und frische Luft reingelassen und habe dann dieses, wie heißt denn das? Schnurren? Nee, Schnurren nicht. Gurgeln auch nicht, von den Tauben. Ne? Ich dachte ja übrigens früher, das wären Uhu. Aber dann hat mir irgendjemand gesagt, dass es Tauben sind. Ja, ein Uhu macht ja auch, wie macht ein Uhu? Der macht doch auch irgendwie so Uhu.
irgendwie, keine Ahnung, und eine Taube, die macht halt so anders, ne? Ich kann das nicht nachmachen, aber ich finde das total schön, dieses, ja, wie heißt denn das? Nicht gurgeln, toteln, rumtoteln von Tauben. Nee, auf jeden Fall habe ich mich heute früh sehr gefreut. Gut, das war's mit dem Video, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt gesund, bewusst, offen. Bis zum nächsten Video.